Wir sind heute auf einem der größten und modernsten Klärwerke Deutschlands unterwegs, dem Klärwerk Wassmannsdorf. Und hier wird nicht nur das Abwasser von 1,5 Millionen Berlinern und Brandenburgern gereinigt. Als zweitgrößter Energieproduzent Berlins tragen die Berliner Wasserbetriebe erheblich zum Gelingen der Energiewende bei. Auch in dem Projekt CombiFuel arbeiten wir mit anderen Projektpartnern zusammen. Die Firma Graphos beschäftigt sich seit 2010 mit zukünftigen Technologien der Energieerzeugung und hat ein Verfahren entwickelt, mithilfe dessen man aus Abwasser Wasserstoff gewinnen kann. Und dieses Verfahren nennt man Plasmalyse. Das ammoniumhaltige Abwasser hier im Klärwerk Wassmannsdorf eignet sich besonders für unsere Versuchsanlage. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Neben uns ist jetzt Herr Dr. Hanke von der Firma Graphos. Herr Dr. Hanke, warum eignet sich jetzt Abwasser besser als normales Wasser? In dem Abwasser gibt es sehr viel Ammonium. Das ist sozusagen Stickstoff und Wasserstoff. Und dieses Ammonium können wir sehr effizient rausholen und daraus Wasserstoff und Stickstoff machen. Und wie viel Energie benötigt man, um den reinen Wasserstoff herzustellen? Wenn wir aus Schmutzwasser den Wasserstoff generieren, dann brauchen wir 20 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt nur reines Wasser nehmen würde, brauche ich 50 Kilowattstunden. Sie behandeln 3000 Liter Prozesswasser in der Stunde. Wie viel Kilo Wasserstoff können Sie daraus produzieren? Daraus generieren wir 50 Kilogramm Wasserstoff am Tag. Wo könnten wir den Wasserstoff jetzt hier zum Beispiel auf der Anlage noch verwenden? Für die Klärwerke wäre es eigentlich auch möglich, den Wasserstoff in die Faultürme zu geben. Damit erhöht man nochmal den Methananteil. Oder in die Blockheizkraftwerke, um damit auch weniger CO2 zu produzieren. Warum muss man dem Wasserstoff jetzt noch Methangas beimischen? Wenn wir den Erdgaswagen betreiben wollen, dann brauchen wir ein Gemisch aus Wasserstoff und Methan. Weil der reine Verbrennungsmotor in Standardfahrzeugen wie diesem hier schafft halt nur maximal 50 Volumenprozent Wasserstoff. Und um die Fahrzeuge mit dem Wasserstoff-Methan-Gemisch betanken zu können, gibt es bereits in Adlershof eine Betankungsanlage. Und wie die aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Wir stehen jetzt hier vor der Betankungsanlage der Firma Graphos. Und was uns interessiert ist, welche Voraussetzungen muss ein Fahrzeug erfüllen, um mit dem Wasserstoff-Methan-Gemisch betrieben werden zu können? Die modernen Autos von heute, die sind alles schon so ausgestattet, dass sie auf jeden Fall 20% Wasserstoff generell fahren können. Ältere Fahrzeuge, so vor 2010, müssen neue Tanks bekommen und auch eine neue Zuleitung. Mit welchen Geschäfts- und Partnern, Wissenschaftspartnern arbeiten Sie zusammen, um das ganze Projekt voranzubringen? Außer uns natürlich, die Berliner Wasserbetriebe. Aber wer ist da noch so mit im Boot? Unsere Partner sind ja im Rahmen des CombiFuel-Projekts, das ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft, die Vista hier am Standort Adlershof, die Wasserbetriebe und dann die TU Berlin, alle vornehmlich der Fachbereich Verbrennungstechnik und die HTW, die selber einen Rollprüfstand hat, um dann die umgerüsteten Fahrzeuge zu prüfen, wie viel oder wie die Emissionen am Auspuff eigentlich sind, wenn man dort Wasserstoff hinzugibt. Kann man schon genau sagen, wie viele Fahrzeuge man mit dem Wasserstoff aus Wassmannsdorf betanken kann? Mit den 50 Kilogramm Wasserstoff am Tag, die wir produzieren vor Ort, können wir ungefähr 25 Fahrzeuge betanken. Mit wie viel Bar können wir ein Fahrzeug mit dem Wasserstoff-Methan-Gemisch betanken? Da das ja vornehmlich Erdgas- oder Benzin umgerüstete Fahrzeuge sind, werden die ausschließlich mit 200 Bar betankt. Wann wird man das erste Mal Fahrzeuge betanken können mit dem Wasserstoff aus Wassmannsdorf? Mitte Dezember planen wir die erste Betankung der Fahrzeuge. Wir können also Wasserstoff nicht nur aus Wasser herstellen, sondern sogar aus Abwasser.